Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und man kommt überhaupt nicht mehr hinterher mit den Themen, mit den Videos, was man machen soll. Mein Zuschauerwunsch liegt immer noch seit 100 Jahren da hinten, den ich hochladen wollte. Muss immer noch warten, auch noch andere 4 Videos vorbereitet, müssen warten, denn wir wollen uns noch was angucken, das wollte ich auch schon vor ein paar Tagen machen, dann kam ich nicht dazu, jetzt ist wieder so viel Neues passiert und die Leute, die jagen gerade den ganzen neuen Gen 4 Pokémon hinterher oder sind fleißig am Entwickeln der neuen Gen 4 Evolutions von Evoli zum Beispiel oder eben auch Magnetilo, was sie jetzt dann entwickeln können zu Magnezone und so weiter. Und das geht natürlich, da es ja jetzt auch diese neuen Lokmodule gibt. Letztens hatten wir es noch davon und jetzt sind sie also endlich im Spiel. Das Gletscher-Lokmodul, das Moos-Lokmodul, das Magnet-Lokmodul, die gibt es jetzt alle im Shop zu kaufen für 200 Poke-Coins. Und wenn ihr cool seid, dann könnt ihr euch natürlich absprechen mit eurem Umfeld und mal sagen, das habe ich heute in der Themarana-Gruppe zum Beispiel gesehen, dass sie gegen 18 Uhr wollen sie dann mal ein Magnet-Lokmodul zünden, damit die Leute Bescheid wissen und sich dazugesellen können und alle von dem einen profitieren. Der andere kann dann vielleicht mal das Amosige kaufen und dann geht das so. Ist halt schöner, als wenn sich einer hinsetzt und kauft alle drei und zündet die für sich und sagt, leckt mich alle am Arsch. Aber muss ja jeder wissen, selber, wie er es macht. Und wir wollen heute nämlich mal drauf schauen, was bringen diese Lokmodule eigentlich neben den Entwicklungen zu Evoli? Was bringen die noch? Was ziehen die denn für Pokémon an? Und welches ist eigentlich das Interessanteste von meiner Seite aus gesehen? Ihr habt vielleicht dann wieder ganz andere Vorstellungen. Und deswegen habe ich mir das hier mal angeguckt. Zum Beispiel sehen wir das Gletscher-Lokmodul. Was lockt das für Viecher an? Ihr wisst, okay, Wasser, Eis, bevorzugt Eis. Wir sehen zum Beispiel hier Lapras. Lapras natürlich sehr interessant, da es Lapras ja auch nun als Shiny gibt und Lapras echt ein cooles Pokémon ist, immer noch. Ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so wichtig geworden, da ja nächste Woche schon der Lapras Day angekündigt ist, wo man 3 Stunden Lapras raiden kann. Aber vor ein paar Tagen habe ich noch gedacht, das ist das interessanteste Lokmodul für mich. Das, wie habe ich es schon wieder genannt? Das Gletscher-Lokmodul. Denn da ist auch Rosana drin. Rosana dabei. Gut, das ist uninteressant. Ihr habt Mushas dabei. Das kann ein cooles Shiny sein. Hat man aber auch schon etliche. Ihr habt Sneebel dabei. Was ein richtig cooles Pokémon ist. Und der beste Unlichtangreifer noch vor Despotar. Ihr habt dann Seemobs dabei, weil Reiser auch richtig cooles Pokémon, ein guter Eisangreifer, Schneebedeck, was neu war, was zu Rexblazer wird, was auch cool ist, jetzt nicht unbedingt so sonderlich stark. Dann haben wir Schnäppke, haben wir auch dabei, wo mir immer noch ein drittes Shiny fehlt, das wäre also auch interessant, noch ein paar mehr Schnäppke zu jagen oder Quiekel natürlich, das kleine Schweinchen, was jetzt zum Mamoodle werden kann. Auch richtig gutes Pokémon, richtig starkes Pokémon. Aber mein persönliches Highlight hieraus ist natürlich Jurob. Denn Jurob gibt es ja jetzt auch als Shiny. Und wenn ihr dann natürlich auf Jurob Jagd gehen wollt, könnt ihr das auch mit diesem Modul, wenn ihr Glück habt. Also Shiny Lapras, Shiny Jurob sind das so die Highlights, was die Shinies betrifft. Und an starken Pokémon habt ihr trotzdem da Quiekel dabei, Sneebel. Und ja, Valreiser finde ich trotzdem stark. Wir haben damals immer, wenn wir gegen Rayquaza gekämpft haben, uns eine ganze Valreiser-Armee aufgebaut mit 6 Valreiser immer gegen die Drachen gekämpft. Das also richtig cool. Wir haben aber als nächstes das Moos-Lokmodul. Und hier ist angegeben, ich sag nochmal dazu, die Angaben sind natürlich ohne Gewehr. Der Ramses redet nämlich wieder irgendwas und dann stimmt das gar nicht. Da haben wir zum Beispiel dabei Bisasam. Okay, gab es ja schon Community Day dafür, Mirapla, Paras, Knofensa, sind ja alle schön und gut, auch alle von Gen 1, aber finde ich jetzt nicht so krass, gibt es auch nicht als Shiny, außer Bisasam. Tangela habt ihr dabei, wenn ihr noch ein Tangolos entwickeln wollt oder braucht, das ist auch eigentlich ein cooles Pokémon, aber wird trotzdem eigentlich relativ selten eingesetzt. Owei zu Kokowai war auch immer eine richtig gute Wahl als Pflanzenangreifer, aber hat mittlerweile auch an Wert verloren. Dann habt ihr da noch Hopspross, Gekabor, Indivie, Samurzel, Knilz. Gut, Knilz könnte man als eins der besseren Pflanzenangreifer zählen. Schellast, diesen Kaktus, Tuska.
Aber das Highlight, was hier wahrscheinlich aus dem Mooslok-Modul kommt, ist das Roselia, was zu Roserade werden kann, weil das einfach der beste Pflanzenangreifer ist. Aber der Rest eigentlich von Shiny-Seite aus gesehen eher uninteressant und auch von den Pokémon her, da ist eine viel größere Vielfalt da, die kommen kann. Meiner Meinung nach auch eher viel uninteressante Dinge, die man jetzt nicht unbedingt braucht. Da finde ich das Gletscher-Lock-Modul bedeutend interessanter auf jeden Fall. Und dann haben wir natürlich noch das Magnet-Lock-Modul, was euch nicht nur eine Entwicklung, sondern gleich zwei Entwicklungen bescheren könnt. Eben dieses Magnetzone und Nasknet zu, keine Ahnung wie es heißt, mit der großen Nase und dem Hitlerbärtchen auf jeden Fall. Und da haben wir natürlich Sachen dabei wie Pikachu, Kleinstein in der Alola-Form. Kleinstein auch cooles Pokémon, damit damals mit dem normalen Geowatz immer alles niedergemacht als Bodenangreifer. Das kann jetzt auch eben Elektroattacken. Voltoball habt ihr da dabei, Blitzer. Was ist das? Lampi habt ihr dabei, Fritzel, Bits, Plusle, Minun, okay, Nasknet selber, okay. Electek ist cool, denn Elevoltek auch richtig gutes Pokémon. Neben, wie heißt das jetzt wieder, Entei, Suicune und Raikou. Neben Raikou eben eins der besten Blitzangreifer, würde ich mal sagen. Trotzdem ist hier die Ausbeute auch sehr mau und das Highlight, was ich darin sehe, ist Magnetilo. Denn Magnetilo Shiny ist einfach das coolste Shiny von den ganzen möglichen Shinies, die hier auf diesem kompletten Bild vereint sind. Deswegen würde ich das nutzen, um Magnetilos zu jagen. Ich habe zwar jetzt schon zwei Magnetilo Shiny, durch die Entwicklung zu Magnetzone fehlt mir nun aber auch noch ein drittes. Und vielleicht würde man das im Magnet-Lock-Modul bekommen. Ansonsten eben Electek oder so, was cool ist. Oder wer die Pikachu-Medaille noch nicht voll hat, kann hier nochmal zuschlagen, obwohl die ja bei diversen Events sowieso immer hinterhergeworfen werden. Ja, und aufgrund dessen würde ich wahrscheinlich immer noch sagen, dass trotzdem das Gletscher-Lock-Modul das interessanteste ist von den Shinies her und eben auch von den Pokémon, die ihr bekommen könnt. Das sind wirklich starke Sachen dabei, coole Sachen, interessante Sachen, glitzernde Dinge. Aber das ist nur meine Meinung. Ihr könnt jetzt mal eure Meinung unten reinschreiben, welches von den drei Lock-Modulen ihr am besten findet, bezogen eben auf diese Pokémon-Auswahl, die hier vorgestellt ist. Was ist da euer persönlicher Favorit? Welches würdet ihr kaufen, einsetzen? Und ja, das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.